Ja, hallo. Mein Name ist Christian Danke. Ich bin hier der technische Betriebsleiter bei der Hackab Schott Brauerei und habe heute die Freude, unser Oktoberfestbier vorzustellen für das Jahr 2009. Man sieht schon die helle Freude. Wir haben auch in dem Jahr es wieder geschafft, ein Bier herzustellen, was alle anderen, denke ich mal, schlagen wird auf der Wiesn. Und insofern würde ich das ganz gern kurz mal ein bisschen beschreiben. Wir haben ein Bier, was von der Farbe eher ein bisschen dunkler ist. Wir haben hier dunkle Malze verarbeitet, die auch natürlich ein sehr schönes Malzaroma in das Bier einbringen. Wir haben von der Hopfung etwas noch geändert. Wir verwenden nur noch Aromahopfen. Aromahopfen heißt, dass die Hopfung etwas milder wird, dass wir auch im Nachtrunk sehr angenehm sind und dass man natürlich die ein oder andere Maß problemlos dann auch im Wiesenzelt trinken kann. Ansonsten ist es vorgegeben wie in jedem Jahr, dass wir eine Stammwürze einhalten müssen, machen wir auch gern von 13,5%. Und daraus ergibt sich ein Alkoholgehalt, je nachdem zwischen 5,7 bis 5,9 Volumenprozent. Also wir sind natürlich, wie alle Wiesenbiere, stärker als ein normales helles. Und dadurch wird natürlich die Wiesn auch charmant und etwas interessanter als vielleicht andere Festen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wir sind mit meinem Team zusammen sehr stolz. Wir haben auch in dem Jahr eben wieder viel Wert auf Qualität gelegt. Wir haben auch eine Lagerzeit wieder gewählt von mindestens 8 Wochen bei tiefen, sehr tiefen Temperaturen, minus 1 Grad. Das heißt, dass das Bier Zeit hat zu lagern, dass es Zeit hat auszureifen, dass es Zeit hat, auch sein Aroma zu entfalten. Und ich hoffe, dass das eben dann auch auf der Wiesn so gemerkt wird auf der einen Seite, honoriert wird auf der anderen Seite. Und ich denke, summa summarum können wir uns alle freuen, dass wir es wieder geschafft haben, in dem Jahr ein tolles Bier zu kriegen. Was ist, hat das mit der großen Flasche auf sich, die wir da sehen? Die große Flasche, die Sie da sehen, damit hat es auf sich, dass man natürlich, Wiesnbier hat immer generell was sehr Traditionelles. Ich meine, die Wiesn ist das Urgestein der Tradition, sage ich immer. Und insofern lässt man sich was einfallen. Wir haben ein Gebinde gewählt, um dieses Wiesnbier auch in den Handel zu bringen, mit einer 2 Liter Bügelverschlussflasche. Also Tradition natürlich auf der einen Seite, und Tradition ist ja auch für das Haus Hackab Schott sehr, sehr wichtig, und das leben wir ja auch. Da wollen wir auch authentisch sein, und das sind wir natürlich auch mit einer Bügelverschlussflasche. Bügelverschlussflasche allein reichte uns jetzt in dem Fall bei so einem Produkt wie Oktoberfestbier nicht, sondern wir wollten dann natürlich was Exklusives machen, weil es ist was Exklusives, und dann blieb nur noch die 2 Liter Flasche übrig, also quasi eine doppelte Maß in Flaschenform, und das präsentieren wir, haben wir im letzten Jahr auch schon mit großem Erfolg gemacht, und machen wir natürlich in diesem Jahr auch.